Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Videoanalyse. Heute schauen wir uns mal die Feinunze Gold an. Denn eigentlich sieht das Ganze ja hier nicht gerade bärig aus. Hier ging es seit dem Tiefpunkt hier im November nach oben. Tiefpunkt lag bei 1130 und Hochpunkt lag bei 1232. Nichtsdestotrotz, Gold hat es in den letzten Tagen nicht geschafft, den Abwärtstrend zu brechen. Und jetzt wird es interessant, denn da oben kommt jetzt ein Zyklushoch eingeflogen. Und das bedeutet, ab diesem Tag hier soll Gold einen Hochpunkt ausbilden. Und wenn dieser Bereich hier beendet ist, dann soll Gold wieder nach unten gehen. Und wenn wir uns jetzt mal die Zukunft näher anschauen, dann bedeutet das, dass Gold nicht steigen wird, wenn das Ganze hier stimmt, bis zum 17. Februar. Aber soll man hier natürlich jetzt schon short gehen? Ich denke noch nicht. Erst muss hier diese grüne Zone, die Unterstützungszone bei 1182 unterschritten werden, wenn wir uns diesen Chart hier anschauen. Denn wir sehen hier einen sehr hohen Put-Bestand und der dient ja momentan bei 1180 als Unterstützung. Und wenn wir diese grüne Unterstützungszone bei 1182 haben und sehr hohe Put-Bestände bei 1180, bedeutet das, dass erst ein Kursrutsch unter 1175 dafür sorgt, dass Gold in Richtung bisherige Tiefs im Bereich um 1130 Punkte abrutschen könnte. So, schauen wir mal auf den Wochenchart. Im Wochenchart haben wir ja hier zwei Abwärtstrendlinien hier eingefügt und je nach Analyst sieht natürlich, zeichnet man ja immer diese Linien ganz anders und einerseits haben wir hier einen Trendbruch, wenn man diesen Hochpunkt hier als Maßstab nimmt in Verbindung mit diesen Punkten hier. Andererseits schafft es Gold nicht, über diese Hochpunkte drüber zu steigen, wenn man diese mit hier zur Trendlinienfindung nutzt. Und wir haben ja gestern hier eine rote Kerze im Wochenchart ausgebildet, ausgerechnet schon zum Beginn der Woche. Eine rote Kerze ist nicht gut. Wenn also Gold im Wochenchart wieder in diesen alten Trendkanal nach unten reinläuft, dann werden wir wohl neue Tiefs hier sehen und dann ist natürlich der letzte Halbpunkt noch der Bereich um 1180 Punkte. So, weiter geht's im Monatschart. Wir haben hier nämlich das Problem, dass Gold ja eigentlich immer noch eine Zielzone bei 998 hat. Nachdem sozusagen, Moment, wo haben wir es hier? Nachdem diese Unterstützung hier unterschritten wurde. So, jetzt ist das Problem natürlich, dass Gold zwar einmalig hier unter diese Linie marschiert ist, hat diesen Einbruch auch bestätigt, aber jetzt diesen Monat steht Gold wieder deutlich drüber. Das heißt, der Kurs hadert immer noch mit dieser Unterstützung und erst wenn es zu einem erneuten Kursrutsch unter 1130 kommt, dann wird dieses Ziel hier bei 998 Dollar scharf geschaltet. Was Sie hier übrigens auch sehen, sind die Zyklen auf Monatsbasis. Das sehen wir hier, hatten wir einen Hochpunkt drei Monate später. Sie wissen ja, auch hier gilt ein Streubereich von 5 Kerzen. Das heißt, der Goldpreis kann sich 5 Monate Zeit lassen, um ein Hoch oder Tief auszubilden. Und hier haben wir das nächste Zyklustief um den 1. August 2016. Das heißt, erst im übernächsten Jahr könnte Gold wieder nach oben laufen. So, kurzfristig gesehen haben wir zum 23. Dezember ein mögliches saisonales Tief. Ich habe hier mal zwei Pfeile eingefügt, damit Sie sehen, wann dieser Tiefpunkt ansteht. Und dann soll Gold wieder in Richtung
23. Januar oder sogar, hier sehen wir es, bis zum 20. Februar nächsten Jahres steigen. Das heißt, wenn also Gold sich über 1180 Punkte hält, dann könnte es sein, dass wir sozusagen nach Beendigung dieses Streubereiches hier um den 26. Dezember, der ist ja dann beendet, wenn dann dieser Hochpunkt hier bei 1237 ausgenommen wird, dann ist dieses saisonale, dieser Zyklushoch hier falsch und dann kann Gold weiter steigen. Was natürlich nicht so gut ist, ist, dass diese Commitment of Traders Daten anzeigen, dass die Minen ihre Bestände wieder im Voraus verkauft haben. Der rote Balken ist wieder weiter nach unten gegangen. Das bedeutet, Commercials sind vermehrt short gegangen bei dieser Gegenbewegung nach oben. Aber im historischen Vergleich, das sehen Sie jetzt, Moment, hier kann es da noch deutlich nach unten gehen. Sie sehen, im historischen Vergleich ist eigentlich das Ganze nicht so ganz bärisch einzuschätzen, weil wir haben ja hier noch deutlich niedrigere Bestände, was heißt niedrigere Balken, rote kommerzielle Marktteilnehmer, Short-Balken, und da kann noch ziemlich viel passieren, aber es ist ein kleines erstes Warnsignal. So, damit wären wir eigentlich schon am Ende angekommen, aber wir werfen noch mal zum Schluss einen Blick auf die Goldminen. Ich nehme ja die Goldminen immer als Hinweis, wie es da von der Sentimentseite her aussieht. Und da sehen wir, eigentlich könnte man dem Goldpreis hier ein neutrales Verhalten avisieren, weil die Advanced, die kleine Linie der Goldaktien, wenn die über dieser blauen Durchschnittslinie steht, dann haben wir hier ein Kaufsignal. Wir haben einen kurzfristigen Indikator im grünen Bereich. Einzig die Anzahl der Goldminenaktien über der 200-Tage-Linie ist im bärischen Modus. Das heißt, erst wenn dieser Indikator hier wieder eine Kreuzung nach unten vollzieht und dieser mittlere Indikator wieder rot wird, dann wird das Ganze hier wieder rot, und das wird meiner Meinung nach erst passieren, wenn Gold unter 1180 Punkte abrutscht. Und jetzt habe ich natürlich zum Schluss noch einmal meinen berühmten Envelope Chart, der zeigt ja langfristige Linien an. Wenn Gold abrutscht unter 1180 Punkte, das sehen wir jetzt hier, das ist diese rote Linie, 1180 ändern wir jetzt mal, dann bekommen wir ein Short-Signal, was vorerst in Richtung dieses Tiefpunktes bei 1130 deutet. Sollte aber Gold durch irgendeine Geschichte von anderen Marktteilnehmer, die vielleicht in Not geraten, weil sie sonstige Verluste an Aktienmärkten oder zum Beispiel Rohöl haben, sollten diese Leute gezwungen werden, Positionen klarzustellen, und es kommt zur ganz großen, schnellen Abwärtsbewegung, dann ist dieses untere 20% Envelope der 200-Tage-Linie bei 1000 das Ziel. Auf der anderen Seite haben wir hier oben im Bereich von, müssen wir jetzt mal anschauen, im Bereich von 1271 Punkte ein bestehendes Verkaufssignal des Supertrend-Indikators, und erst wenn diese Linie hier, dieser Supertrend-Indikator, der auch noch exakt an einem Widerstand verläuft, erst wenn dieser Punktestand überschritten wird, dann ist die Trendwende im Gold perfekt. Dann darf es weiter nach oben gehen bis zum unteren 800-Tage-Envelope bei 1457 Punkte. Ansonsten, solange der Kurs sich hier in diesem Bereich verhält, muss man da nichts tun. Man kann einfach abwarten, und das ist halt vielleicht eher was für kurzfristige Marktteilnehmer.
So, meine Damen und Herren, das war's wieder mal aus meiner Analystenstube. Mein Name ist Thomas Bob und ich wünsche Ihnen eine angenehme Handelswoche, wenn man das jetzt bei aktuellen Kursen vom DAX, vom S&P, von Rohöl und anderen Sachen eigentlich sagen kann. Nichtsdestotrotz ist es ja wünschenswert, wenn man solche Wünsche gesagt bekommt. Wünsche Ihnen, falls wir uns nicht mehr hören, falls Sie nichts mehr von mir hören, ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes, neues, erfolgreiches neues Jahr. Tschüss, bis demnächst.